Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir haben eine neue Wohnung gekauft. Die werden wir bald möbliert vermieten und wir dachten, bei dem coolen Projekt nehmen wir euch mal mit. Wie ihr seht, stehe ich bereits in der Wohnung. Wir haben ganz viel am Anfang mitgefilmt, was ich euch jetzt gar nicht zeigen will, weil es irgendwie dann doch sehr viel uninteressanter war. Und zwar, wie wir die ganze Wohnung leergeräumt haben und so weiter und so fort. Eine große Sache ist schon passiert. Die Wohnung wurde komplett gestrichen. Die war vorher in so einem glänzenden Gelbton. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Wie ihr seht, ist sie jetzt weiß hellgrau und wir haben euch ganz viel mitgenommen, wie wir Möbel gekauft und aufgebaut haben. Es kam eine Küche rein und ich will jetzt gar nicht so viel erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und ich würde sagen, los geht's. Ja, dann zeig uns mal, wie es aussieht. Also, die Balkonmöbel sind aufgebaut. Die Möbel an sich finde ich richtig schön. Wir wollen jetzt passend zu dieser Holzoptik hier so, ich weiß nicht, nennt man das Bast oder so, so eine Verblendung machen. Wie perfekt kann man farblich Dekoration kaufen? Das ist echt krass. Jetzt haben wir hier noch so ein kleines Tischlein. Hier die ganzen Tüten sind noch voller Deko, aber das machen wir erst, wenn die Schränke stehen und sowas, ne? Ja, was ist das denn hier? Das ist eine Lampe noch. Die Lampe klebt. Okay, tschüss. So, das war's, Leute. Hier wird abgeschlossen. Und dann sehen wir uns. Wissen wir noch nicht. Das nächste Mal irgendwann wieder, ne? Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder in der Wohnung angekommen. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war. Dann wieder ein, zwei Wochen später. Aber es sind jetzt soweit alle Möbel angekommen. Bis auf die Küche. Die haben wir aber bestellt. Der Cousin von der Bibi. Der Kevin, der ist uns hier behilflich beim Aufbau. So ihr Lieben, es bleibt spannend. Wie ihr vielleicht seht, befinden wir uns gerade in einem anderen Hausflur. Und zwar ist hier die Tür zu einer anderen neuen Wohnung. Die wir noch nie gesehen haben. Genau, wir hatten heute die Schlüsselübergabe. Wir gehen jetzt das erste Mal rein. Wir haben sie nämlich besichtigen lassen damals. Und uns dann dafür entschieden. Das heißt, es ist jetzt gemeinsam mit euch das erste Mal, dass wir die Wohnung sehen, ne? Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub und konnten nicht selbst vorbeikommen und waren uns sofort verliebt in die Wohnung. Aber dazu muss noch gesagt werden, die ist noch nicht ganz ready. Also auch hier werden wir noch was machen. Der Boden ist zum Beispiel noch nicht verlegt. Ja, geh rein jetzt, ich will es wissen. Okay. Spannend. Boah, ist die hell. Oh, heftig. Standlage, Leute. Richtig fett ist das. Hier kann man was Schönes draus machen, würde ich sagen, oder? Es riecht so richtig nach diesem Bau-Essig-Geruch, ne? Hier ist natürlich alles jetzt nur... Ja, der Boden muss noch gelegt werden, Lampen müssen noch gemacht werden, Küche kommt natürlich noch rein. Guck mal, Bad. Bad müsste jetzt schon fertig renoviert Bad sein, ne? Fertig. Boah, das ist 1A, ey. Das ist übrigens auch komplett neu gemacht. Das war hier meine Arztpraxis. Genau, dann haben die das in Wohnobjekte umgeändert. Und deswegen ist jetzt auch alles neu gemacht. Deswegen ist jetzt auch kein Boden hier drin und so, weil wir haben gesagt, wir suchen uns dann selbst mal einen Boden. Ey, ganz ehrlich, wenn wir irgendwann mal kein Videolicht haben, ne, gehen wir hier hin. Ist gut. Perfektes Licht, ohne Scheiß. Boah, ich freue mich gerade, das ist so schön. Das ist halt so eine Einzimmerwohnung, ne? Aber wir haben schon voll die Vorstellung, wie wir hier also so eine... Hier kommt eine Küchenzeile hin und dann kann man hier so einen geilen Esstisch und Regale so hinstellen. Und auf die Seite kommt dann wahrscheinlich hier irgendwie das Bett und ein Schrank oder keine Ahnung, muss man mal gucken, was gestalten. Boah, ich liebe sowas. Ich habe richtig Bock, jetzt alles auszumessen und Möbel zu kaufen. Und wirklich die Lage, Leute. Das besser gehen können eigentlich nicht mehr. Du kannst den Dom praktisch anfassen. Ha? Musst du nur die Hand aus dem Fenster halten. Sehr, sehr schön. Ich freue mich mega. Dann switchen wir mal rum zur anderen Wohnung, weil da ist gerade die Küche gemacht worden, würde ich sagen. So, ihr Lieben, wir haben ein bisschen später und die Wohnung ist jetzt fast komplett fertig. Also wir zeigen euch jetzt das Fast-Endergebnis. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, können wir euch aber auch gleich zeigen. Und ich freue mich! Wir waren heute auch jetzt das erste Mal hier drin, die Küche ist nur eingebaut und jetzt ist alles voll schön. Also hier ist der Flur, da seht ihr schon die erste große Änderung. Komm, sieht man gleich in groß. Geh mal nach hinten, geh mal nach hinten. So, stimmt, wir müssen erstmal den Gesamtüberblick zeigen. Wow!
freue mich voll, Juli. Das sieht ist so sehr, schön das aus. Das haben wir sehr gut gemacht. Aktuell sind die Schränke noch leer. Ach Quatsch. Aha. Aber ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist kein Weiß, sondern so ein ganz helles Lichtgrau nennt man das, glaube ich, oder? Mhm. Ich weiß nicht. Ja, die Wand ist ja auch so genau. Grau. Genau, die hat auch so einen Grauton und wir haben generell, wie man vielleicht sieht, alles in so einem Grau-Weiß gehalten, dass es einfach so ganz neutral ist und hoffentlich ganz vielen Leuten gefällt. Mir war es mega wichtig, ein richtiges Bett halt mit einer richtigen Matratze hier reinzustellen, weil voll oft sieht man in so Einzimmer-Apartments halt so Sofas, da muss man jeden Morgen das Außen einklappen und wie auch immer. Und hier hat man halt mit so einem Rückenteil, das sieht halt aus wie ein Sofa, da kommen noch schöne Kissen und so hin. Und man hat hier eine richtig geile Matratze einfach. Und ja. Wenn man das Bett dann ordentlich macht jeden Morgen, kann man das immer genauso lassen. Und das sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus, aber wenn man da mal drüber streicht, ja, sieht genau, das wieder... Guck mal. Ah, sieht das wieder schön aus, du. Ja, sehr geil. So ist jetzt auch nochmal ein cooler Überblick über die Wohnung. Die Wohnung hat 25 Quadratmeter, ne? Circa, ja. Und ich finde, dafür haben wir den Platz echt sehr gut genutzt. Ich finde auch irgendwie die Idee mit dem hohen Tisch hier mega cool, weil ich das wirkt so wie so eine, ja jetzt nicht Kochinsel oder so, aber das trennt irgendwie den Bereich so voll cool ab, oder? Ja. Kann man hier arbeiten und essen oder das vielleicht sogar als Arbeitsplatz noch mit benutzen. Am Bad hat sich übrigens nichts verändert. Genau, da haben wir nichts das gemacht. Bad ist geblieben. Guck mal rein. Hier hat man eine schöne Dusche. Hallo? So, und dann würde ich sagen, gehen wir auf den Balkon. Ja, mach mal. Da haben wir neuen Boden verlegen lassen. Wow, also. Und wir haben hier diesen 1A mega super klasse Superbau. Sieht Voll. Sehr schön aus. Ja, den Boden haben wir verlegen lassen. Wisst ihr noch, wie das vorher aussah? Da war ja nichts. Da war so ein Gitter und das war Der hat ihn so dahin gekackt. Oh, hammermäßig, du. In der Innenstadt einfach so ein geiler Innenhof, du, da die ist geil. Ja, der Fernseher muss noch gemacht werden, ach so, ne? Ja, stimmt. Also so sag das mal kurz. Kleinigkeiten fehlen noch. Da war vorher anscheinend irgendwas anders gestellt mit dem Möbel, deswegen müssen wir den Fernseher noch mal komplett einmal nach links hängen. Oder sieht aber das Ganze auch ein bisschen ordentlicher aus. Hier das Bild hatte ich auch ursprünglich gedacht, an die Wand zu hängen. Ich habe es jetzt erstmal provisorisch hier draufgestellt, wobei ich es eigentlich auch schön aus. Gut. Und hier steht zum Beispiel ein Spiegel. Den haben wir auch heute mitgebracht. Also der ist auch frisch geliefert worden. Und der muss eigentlich auch noch an die Wand gehangen werden. Ne? Weil so ist der für mich vielleicht gut. Aber die meisten Menschen sind ja ein bisschen größer. Dieses Bild haben wir besorgt für hier. Also wir haben ja hier, ich weiß nicht, das ist ja alles so hellbläulich und das ist ja auch so ein bisschen bläulich. Die Tür da hinten ist auch ein bisschen bläulich. Hier die Wand ist grau-bläulich. Gestern war ich auch ein bisschen bläulich. Okay, gut. Wir haben halt hier schon so ein paar Dekoartikel reingestellt, um das Ganze einfach so ein bisschen wohnlicher und gemütlicher zu machen, weil wir die Wohnung ja möbliert vermieten werden. Und dann finde ich es irgendwie voll cool, so ein bisschen, ja, Airbnb-Style halt, ne? Man kommt mit dem Koffer hier rein und ist halt angekommen. Check! Cool. Haben wir geil gemacht! Juhu! Also Leo! Hast du mich Leo genannt? Du hast Leo gesagt. Oh nein, habe ich nicht. Du hast Leo gesagt. Ich was willst du sagen? Ja, was wirklich noch fehlt, um sich hier wohlzufühlen. Ja, ist, dass man hier das Etikett vom Salzstreuer abweist. Ja, und eine 1A-Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine! Ich schwöre auf der Mikrowelle, ist das die Uhrzeit oder was? Die nicht eingestellte Uhrzeit. Wieso läuft da die Zeit ab? Hallo, macht sich hier einer irgendwie so ein Croissant? Wisst ihr, was ich auch geil finde? Normalerweise ist oft dann hier so Dunstabzugshaube, Kacke, aber nicht mit uns. Ja, hier kann man jetzt noch, der Schrank geht nicht so tief rein, aber dafür kann man da noch zum Beispiel Pfeffer und Salz reinstellen. Ich mach oh, das ja, einfach das mal. Das passt nicht. Na klar, passt das. Oh nee, die stehen doch voll als Mega Leben. Geil. Würde ich mir jetzt gerne Kaffee machen, mache ich aber nicht. Haben wir gut gemacht. Ja. Zack. Bam. Gegeben und euch Einblicke gezeigt. Da muss ja auch noch mal mehr gemacht werden. Da ist ja komplett noch kein Boden drin und so. Und wenn ihr wollt, dass wir euch da einen zweiten Teil für drehen, wie wir die andere Wohnung quasi komplett renovieren und gestalten und alles machen, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, weil wir haben mega Bock drauf. Sie dürfen mit das richtig Spaß gemacht.
Und jetzt haben wir euch dann nicht ganz so intensiv bei der Entwicklung und so mitgenommen, aber das können wir dann vielleicht ein bisschen mehr machen. Ja, also bei der Wohnung hier war es ja auch eigentlich nur Möbel rein und Küche rein, genau. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, auf einen Teil 2. Ja. Und dann würde ich sagen, zieht euch unsere neue Podcast-Folge rein. Na? Und zieht euch die rein und zieht euch mal rein, wie arschgeil die Kombination. Nein, wir haben noch, ich habe noch, hab noch ein Deko-Ding. Ich habe noch ein Deko-Ding gekauft. Guckt mal, Leute, das habe ich gekauft. Das ist wirklich sehr geil. Hatte ich definitiv geiler in Erinnerung. Habe ich auch schöner in Erinnerung. Aber das sieht irgendwie süß aus. Ja, wir dachten eigentlich, dass hier noch so ein Regal hinkommt, aber irgendwie finden wir das jetzt so BAM-mäßig so schöner. So ein bisschen Aufnahme. Ja. Bisschen Deko, bisschen Bilder machen wir noch. Aber das ist die Wohnung, Leute. Podcast, hast du erzählt? Was passiert im Podcast? In dem Podcast haben wir über eure peinlichsten Stories. Ihr wart alle nackt. Schlüpfer hoch, Hose hoch. In eine ganz peinliche Stories. Und Julian hat auch eine ziemlich peinliche Story ausgepackt. Ich habe auch was ausgepackt. Schaltet ein. Klack. Sonst noch was? Willst du noch jemanden grüßen? Julian Zeus, das Video ist auch in der Infobox. Das ist sehr, sehr nett. Und an der Stelle möchte ich mich bedanken bei meinem Ehemann Julian. Ja, und ich grüße meine Mutter, die fleißig jedes Video von mir schaut. Ehrenmutter. Tschüss! Tschüss!